Stück heisst «Songsmith». Es geht eigentlich ums Handwerk vom Liederschreiben. Weil das ist es ja auch. Es ist auch ein Handwerk. Es ist etwas, das man lernen kann und das sich entwickelt. Und es ist etwas, das sich nicht wirklich in die Bahnen lenken oder erfassen lässt. I am a songsmith by dream. You better watch what you say. I might sing it on a stage. I make it up as I go along. I'll shove you into my soul. I'll bring it all back home. Songs schreiben hat für mich keine Methode. Leider zum Glück nicht. Es ist etwas beides für mich. Manchmal hätte ich gerne eine Methodik dahinter. Aber was ich das Gefühl habe, was man lernen kann, ist mit Inspiration umgehen. Dass man parat ist dafür, wenn sie kommt. Viele gute Sachen sind flüchtig, die kommen und fliegen vorbei. Und dann sollte man sie packen. Find a melody to keep. Easy, slow and bittersweet. To make you whistle and tap your feet. Was man machen kann auf einem Instrument, man kann versuchen, in einen leeren Zustand zu kommen. Man kann es eben nicht versuchen, sondern es passiert einem einfach. Und manchmal kommen interessante Sachen daraus raus. Man Finger finden irgendetwas, man macht jetzt da. Nein, langweilig. Oh, gut, oder? Man kann so auf seine Finger schauen und denken, was machen die? Was machen die? Bis man etwas hört, wo man denkt, das nimmt mich Wunder. Ich bin schon unzählige Mal überzeugt gsi, ich bringe nie mehr auch schon mal eine gescheite Ziele auf ein Blatt oder ein paar gute Töne auf eine Gitarre, wenn ich etwas erfinden sollte. Und jedes Mal ist das Loch so tief, dass ich nicht mehr weiss, dass ich schon jedes Mal wieder daraus rausgekommen bin. Dann plötzlich kommt wieder so einer. Irgendwie bei mir auf einer Kasse macht es von irgendwoher kommen zwei Strophen von etwas. Dann denke ich mir, ich weiß nicht, von wo es gekommen ist, aber jetzt muss ich dranbleiben. Jetzt muss ich sofort raus und irgend hinten auf ein Trambillett oder auf eine Quittung muss ich das anfangen aufschreiben. Wenn ein Song einmal aufgenommen ist, dann weiss ich genau, das ist eine Momentaufnahme von diesem Song. Weil eigentlich kommt er von da hinten, wo ich ihn noch nicht gesehen habe, oder noch nicht kennt. Und dann kommt er zu fahren und dann bin ich da und sehe ihn und nehme ihn vielleicht auf und dann fährt er weiter. Und vielleicht gehe ich mit, vielleicht lasse ich ihn gehen. Lieder sind dazu da, um gespielt zu werden, auch von anderen Leuten. Ich finde es sehr interessant, wenn andere Leute Songs von einem aufnehmen oder singen. Der Song hat eine eigene Persönlichkeit und die will vielleicht auch mal zu jemand anderem. Und das spricht wieder für die Kunstform des Liedes.